Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur Salsa Casino Wiederholung. Aufgrund der hohen Nachfrage und dass ihr natürlich zu Hause in den Herbstferien ein bisschen was zu üben habt. Heute mit Anna und mit André. Ja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Und zwar hatten wir so den Startschuss erstmal mit einem ganz normalen Grundschritt. Ein Crossbody geführt an beiden Händen. Beide mit dem freien Fuß in eine Rückwärtshälfte. Alle Hände gehen nach oben. Die Mädels konnten hier genauso wieder her, ein kleines bisschen abkürzen, dass wir uns hier auch im Oberkörper ein bisschen entgegenkommen und dass der Fuß unten so zwischen seine Füße schaut. Beide Hände relativ dicht beieinander geführt über dem Kopf der Dame. Endposition war das Windows-Fenster für sie. Von da aus ging es nahtlos in eine zweite Rückwärtshälfte. Die Mädels blieben in einem Grundschritt. Männer, für uns ganz wichtig, richtet euch so ein bisschen blick- und oberkörpertechnisch zu eurer Dame aus. Während sie den Grundschritt hat, flitzt er dann mit drei weiteren Schritten einmal auf die andere Seite für einen Darmschall. Von da aus hatten wir dann eine Vorbereitung, damit die Mädels gleich von da aus in einer guten Startposition eine anderthalbfache Drehung nach rechts machen konnten. An seiner rechten Hand. Weiter ging es, Tür ging auf zu einem Fenster. Den Arm haben wir uns beim dritten Schritt auf die linke Schulter gelegt und die Dame anschließend in einen Crossbody geführt. An der Stelle war die Figur schon fertig. Zeigen wir nochmal auf der anderen Seite. Ein bisschen Fluss. Grundschritt und Startschuss. Crossbody, beide Hände. Alle Hände gehen nach oben. Sie dreht Rückwärtsgang, beide eher außen rum. Vorbereitung, früh genug die Hand lösen, Arm wird durchgeführt, 2-3 ablegen und von da aus Startschuss in selbe Richtung. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Üben und bis bald. Tschüss!